Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Neuer Tag, neues Glück. Auch heute wieder mit dem Theraband. Wir haben wieder 4 Blöcke zwischen 3 und 6 Minuten. Wir machen 2 Durchgänge und haben eine Serienpause von ca. 1 Minute. Also eigentlich alles beim Alten. Von daher können wir direkt beginnen und fangen an mit dem Hüftheben. Also ab auf die Matte, legst dich flach hin, drückst den Rücken in die Matte und fängst an, die Hüfte zu heben. Arme bleiben neben dem Körper liegen. Gleichmäßig die Übung ausführen, die letzten 10 Sekunden laufen. Und ganz kurze Pause, aber nur um die Position zu wechseln. Wir bringen den Puls ein bisschen in die Höhe und machen weiter mit den Skate-Hops. Also wieder von einer Seite auf die andere. Auch hier denk dran, Geschwindigkeit bestimmst du selbst. Je nachdem, wie intensiv dein Warm-up war, kannst du jetzt ein bisschen mehr Gas geben und da lässt dir einfach noch ein bisschen Zeit. Okay, ab auf die Matte. Und wir machen weiter mit dem Plank Shoulder Tap. Das heißt, du gehst in den hohen Plank und tippst abwechselnd von einer Schulter auf die andere. Achte darauf, dass der Oberkörper ganz ruhig bleibt, du stabil bist. Die letzten 5 Sekunden. Kurze Pause. Mach dich bereit für ein Burpee. Runtergehen, Beine strecken, Beine abziehen und springen. Geht's. Noch 2 Wiederholungen. Okay, und eine kurze Blockpause. 30 Sekunden. Mal durchschnaufen. Nimm das Band. Und bereiten uns vor für Kniebeuge mit dem Band. Das heißt, du stellst dich mit beiden Beinen rauf, fasst das Band an den Enden und kommst so runter. Achte wieder drauf. Knie drehen nach außen. Lächeln nicht vergessen. Geht alles viel einfacher. Lass den Atem fließen. Noch 5 Sekunden. Eine Wiederholung. Jawohl. Langsam ablassen. Auf die Matte legen. Es geht weiter mit dem Band. Legst es dir über die Hüfte. Fasst es noch einmal. Und machst das Hüftheben mit dem Band. Die Hände bleiben am Boden und du arbeitest gegen diesen Widerstand, den das Band dir liefert. Noch 15 Sekunden. Die letzten 5,
Okay. Ganz kurz alles lockern. Bleibst liegen. Lässt ein Bein stehen, das andere drückst du gegen das Band. Umwickelst auch nochmal die Hände, dass es ein bisschen straffer ist. Und fängst an, mit einem Bein gegen das Band zu drücken. Die Arme bleiben am Boden. Drückst aktiv gegen das Band. Achte drauf, dass das Band immer unter Spannung steht. So arbeitest du auf dem Hin- und Rückweg gegen das Band. Letzten 10 Sekunden laufen. Und Seitenwechsel. Aufstellen, das andere in das Band fügen und los geht's. Kontrolliertes Bein zurückführen und langsam. Weißt du schon, wenn es langsam ist, ist immer etwas schwieriger. Letzten Sekunden. Und Positionswechsel. Gehen in den Vierfüßlerstand. Umwickeln. Ja. Strecken ein Bein wieder in die Schlaufe. Und drücken das Bein so nach hinten. Also auch hier Po-Muskulatur, hintere Oberschenkelmuskulatur. Achte selbst auf einen fließenden Bewegungsablauf, das ist ganz wichtig. Es fühlt sich einfach etwas besser an. Und die Muskulatur muss dadurch auch mehr arbeiten. Okay. Positionswechsel, Seitenwechsel. Andere Bein geht dort rein. Mach dich bereit. Und auf geht's. Sekunden. Auch wenn es brennt, einfach durchziehen. Noch zweimal. Und einen letzten. Und Positionswechsel. Wir gehen über zum Rudern. Das heißt, das Rudern kennst du schon. Aber jetzt wickelst du das Band dazu. Ziehst das Band noch aktiv nach hinten. Denk dran, Schulterblätter wieder schön zusammenbringen, als würdest du zum Beispiel einen Stift hinten einklemmen wollen. Die letzten Sekunden laufen. Okay, Blockpause. Leg das Band zur Seite. Schnauf kurz durch. Stell dich schon mal hin. Dann geht's gleich weiter. Du möchtest, kannst eine Kleinigkeit trinken. Geht weiter mit Squats.
Also Beine wieder etwas mehr als Hüftbreit auseinander. Fußspitzen zeigen generell etwas nach außen. Okay, du gehst runter. Kommst wieder hoch. Runter. Sekunden. Letzte Wiederholung. Beine kurz ausschütteln. Dich bereit, jetzt wieder etwas intensiver. Puls kurz nach oben bringen beim Mountain Climber. 3, 2, 1 und auf geht's. Denk wieder dran, du bestimmst die Geschwindigkeit und die Intensität damit auch. Noch 10 Sekunden. Und Positionswechsel. Durchschnaufen. Puls kurz runterbringen. Wir machen weiter mit dem Crab Toe. Schau darauf, dass du die Hüfte immer wieder hebst. Letzten Sekunden laufen. Und kurzer Positionswechsel. Jetzt nochmal richtig hart. Läufst auf der Stelle. Je nachdem, wie du dich fühlst, kannst ganz locker beginnen. Hältst jetzt vielleicht in 10 Sekunden Abschnitte ein und wirst alle 10 Sekunden etwas schneller. Die letzten 10 Sekunden brechen an, also noch schneller werden. Und Pause. Kurze Blockpause. Jetzt wirklich mal eine Kleinigkeit trinken. Kannst du schon ans Ende der Matte setzen. Machst dich bereit. Die nächste Übung wird eine Kombiübung aus Liegestütz und einem Hocksprung. Kein Hockstrecksprung, nur ein Hocksprung. Schau einmal kurz zu. Wir machen einen Liegestütz und springen dann an die Hände ran. Ein Liegestütz. Ein Liegestütz. Halbzeit. Komm, durchbeißen, die letzten Sekunden laufen. Einmal geht noch. Und kurzer Positionswechsel. Bleibst auf der Matte. Mach nochmal Stand-Up und Kniebeuge. Und auf geht's. Stand-Up und Kniebeuge. Stand-Up und Kniebeuge. Stand-Up und Kniebeuge. Versuch die Dynamik beizubehalten. Vorletzte Übung in diesem Block. Und Halbzeit.
Die letzten Sekunden laufen. Komm, einmal geht noch. Okay. Ganz kurze Pause. Positionswechsel und mach dich bereit. Für die letzte Übung machen wir Kniebeuge. Und für die, die noch nicht genug haben, wisst ihr, was passiert? Die springen. Immer mit einer Vierteldrehung. Geht natürlich auch in die andere Richtung. Letzten Sekunden. Komm, beiß dich durch. Hopp. Einmal geht noch. Okay. Serienpause. Das ist der Moment, eine Kleinigkeit zu trinken. Vielleicht auch mal für 5 Sekunden die Augen zu schließen, da die nächste Übung im Liegen beginnt. Kannst du dich auch schon hinlegen. So nochmal tief ein- und auszuatmen. Es geht weiter mit Hüftheben. Zweiter Teil beginnt und auf geht's. Ganz ruhig die Übung ausführen. Die letzten Sekunden laufen. Und Positionswechsel. Erinnere dich, es geht weiter mit dem Skatehop. Führ es so aus, wie es für dich passt. Und weiter geht's. Du musst es nicht super schnell machen. Einfach, wie es sich gut anfühlt. Geht's auch ein bisschen, das Gleichgewicht zu behalten. Okay. Weitermachen. Auch wenn man kurz aus dem Gleichgewicht kommt. Positionswechsel, gehen wieder in den Plank, in den hohen Plank und machen den Shoulder Tap. Berühren mit der rechten Hand die linke Schulter und umgekehrt. Achte drauf, dann stabil zu bleiben von der Hüfte. Kein Rumgewackel. Mach den Rumpf fest. Geht schon noch, komm. Letzten Wiederholungen. Einmal geht noch. Und Positionswechsel. Burpee. Können wir auch neben der Matte machen. Rutscht man nicht ganz so leicht weg. Ist vielleicht manchmal etwas angenehmer. Und auf geht's. Noch zweimal. Und kurze Blockpause. Kannst du schon mal das Band nehmen? Hui. Für mich ist es ganz schön schweißtreibend heute. Aber es gibt Tage, da fühlt man sich ein bisschen besser. Und Tage, da geht es vielleicht auch einfach mal nicht so gut. Ist vollkommen normal. Es einfach an seiner Geschwindigkeit machen. Es geht weiter mit Kniebeuge. Stellt euch wieder auf das Band und los geht's. Puh.
wieder drauf. Knie zeigen eher nach außen. Kniespitzen kommen nicht. Die Knie kommen nicht über die Fußspitzen. Noch 5 Sekunden. Die letzten Wiederholungen. Okay. Kurze Pause für den Positionswechsel. Fasst das Band. Legst dir über die Hüfte. Und auf geht's. Becken heben. Kannst auch nochmal nachjustieren, wenn sich das nicht gut anfühlt mit dem Band. Der Unterschied zur klassischen Beckenhebenübung steht einfach darin, dass du hier nochmal gegen einen Widerstand arbeitest. Der macht also das Training einfach noch ein bisschen effektiver. Letzten Sekunden. Komm, einmal geht noch. Und noch einmal. Jawohl. Bleibst wieder liegen. Ist ganz angenehm. Stellst ein Bein auf das Band. Wickelst es mit den Händen. Einmal oder zweimal, wie es sich gut anfühlt. Und fängst an, das Bein zu strecken und anzuziehen. Denk dran, das Band bleibt immer auf Spannung. Noch 10 Sekunden. Einmal geht noch, komm. Und leichter Positionswechsel. Das heißt, das Bein wechselt. Das rechte Bein darf sich kurz ausruhen. Das linke findet den Kontakt zum Band. Und auf geht's. Beim Durchstrecken achte darauf, dass das Knie nie überstreckt wird. Das wollen wir nicht, sondern immer ganz, ganz leicht gebeugt bleibt. Einfach etwas schonender. Konzentriere dich auf die Übung. Lass den Atem fließen. Zweimal. Schön langsam kontrolliert. Okay. Positionswechsel. In den Vierfüßlerstand. Das Band um den einen Fuß wickeln. Mit den Händen umfassen. Und auf geht's. Wenn du hier etwas mehr Zeit brauchst, um deine Position zu finden mit dem Band, ist überhaupt nicht schlimm. Das haben wir einkalkuliert bei den Übungen. Schön strecken und ganz langsam ausführen. Einmal, jawohl, Seitenwechsel, drei, zwei, eins und los. Schön strecken und langsam ablassen. Strecken, langsam los. Noch zweimal. Okay. Kurzer Positionswechsel. Wir gehen über
zum Rudern. Das Band um die Füße. Einmal, zweimal umwickeln und los geht's. Und schön die Arme zurückziehen. Schulterblätter zusammen. Also gleichzeitig trainierst du hier mit dem Bauch, die Schultern, den oberen Rücken. Okay, letzte Wiederholung. Sehr schön, kurze Blockpause. Kannst dich schon mal bereit machen, gib dich in den Stand, es geht weiter mit Squats. Wir beginnen in 5 Sekunden, also Beine etwas mehr als hüftbreit auseinander. Kommen langsam zum Ende, so noch knapp 6 Minuten, dann ist das Workout für heute schon durch. Halbzeit. Okay, kurze Pause. Und es geht weiter mit dem Mountain Climber. Die kannst du auf der Matte machen, musst du aber nicht. Manchmal rutscht man dort auch weg, dann fühlt es sich besser daneben an. Erinnere dich, was wir gesagt haben, wenn es zu intensiv ist, mach das Ganze im Gehen. Aber natürlich geht's auch so. Letzten Sekunden. Okay. Kurze Pause. Aber nur für den Positionswechsel. Begibst dich wieder in die Rückenlage, mach's weiter mit Crab Toe. Hüfte immer wieder hochbringen und die Hände suchen Kontakt zu den Füßen. Letzten Sekunden laufen. Weißt, was kommt? Wir laufen noch mal auf der Stelle. Wir gehen ganz locker. Haben insgesamt 30 Sekunden und versuchen nach jeweils 10 Sekunden die Geschwindigkeit etwas zu steigern. Okay, ein bisschen schneller werden. Und wenn es noch geht, noch ein bisschen schneller. Jetzt kommt. Jawohl. Kurze Blockpause. Nochmal zu Kräften finden. Jetzt kommen dann die letzten 2,5 Minuten. Erste Übung wird der Liegestütz mit dem Planksprung sein. Kein Strecksprung, sondern wir ziehen nur einmal die Beine an. Mach dich also bereit, einmal für den Liegestütz und für den Planksprung. Liegestütz, in den Plank springen und wieder zurück. Beiß dich durch. Die Hälfte hast du schon. Und ich auch.
dir nicht so gut dabei geht, geh einfach auf die Knie. Es geht genauso. Letzte Wiederholung. Jawohl. Hui. Nächste Übung. Stand-up und Kniebeuge im Wechsel. Und auf geht's. Vorletzte Übung. Mach dich groß und halt die Dynamik. Auf geht's. Noch gute 20 Sekunden. Und denk dran, du bestimmst die Geschwindigkeit. Die letzten 10. Okay. Kurze Pause, um dich bereit zu machen für die letzte Übung heute. Kniebeuge. Auf geht's. Komm mal richtig tief runter. Und für alle diejenigen von euch, denen es gut geht, die fangen einfach dabei an zu springen. Ups. Zehn Sekunden. Komm, jetzt ziehst du es durch. Hopp. Und einmal geht noch. Klasse. Oh. Das war wieder mal ein richtig schönes und schön intensives Workout. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und dass du dabei warst. Das motiviert mich natürlich auch. Ich mache jetzt noch ein kleines Cooldown, das heute vielleicht sogar mal ein bisschen länger ausfällt, weil ich mich heute irgendwie gar nicht so gut gefühlt habe, aber liegt natürlich dir, wie viel Zeit du hast und wie viel Lust du jetzt noch hast, dich richtig schön zu dehnen. Viel Spaß!